Liebe Freunde, dieser nette Herr hier, der hier so liebevoll winkt, das ist Walter Steinson. Und mein Name ist Steinwallen und wir befinden uns hier in der Welt von Life is Feudal. Ja, und ich bin hier nicht ganz allein in dieser großen Welt. Nein, hier ist noch ein Elch, wie ihr seht. Und nicht nur das, hier sind noch andere freundliche Herren, die mit mir zusammen hier an einer kleinen Dorfgemeinschaft arbeiten, an einem Aufbau eines Dorfes, einer Siedlung. Und ich befinde mich hier, tja, bei unserem Jagdlager, beziehungsweise beim Jagdlager bei der Jagdhütte unseres Jägers. Der hat sich hier mit großem Fleiß in den Berg so eine Plattform gegraben, wo er seine Hütte aufgestellt hat. Und hier hat er inzwischen schon einen Backofen, weil er gleichzeitig als Koch unserer Gemeinschaft fungiert. Dann haben wir hier schon einen Trockenrahmen für Leder. Hier unten ist die Gerbwanne, die man dafür dann auch braucht, wobei ich kein Experte für diese Dinge bin. Und hier hat er sich ein paar Hartholzstämme hingelegt, um, vermute ich, den Backofen anzuheizen. Und jetzt machen wir was ganz Böses. Wir gehen hier mal in die Hütte rein und gucken. Oh ja, sein ganz intimes Lager befindet sich hier. Ich hoffe, er wird mir das verzeihen. Ja, das ist also der erste Eindruck unseres Jagdlagers. Ich beginne mal hier, weil wir jetzt hier gemütlich runter zum See laufen können, in unser Dorf, in Richtung unseres Dorfes. Und derweil erzähle ich euch ein bisschen über das Spiel und was wir hier machen. Also erstmal, dies ist ein, ja, wie soll ich sagen, Life is Feudal ist ein Sandbox-Spiel der ziemlich Hardcore-Sorte, würde ich mal sagen. Es ähnelt so ein bisschen diesen Survival-Games, die jetzt sehr beliebt sind. Kann man wahrscheinlich auch so in diese Richtung einordnen. Natürlich, die Mutter aller Spiele dieser Art ist in gewisser Weise Minecraft. Also, dass man halt eine Welt hat, die man verändern kann und in der man sich etwas bauen kann, aufbauen kann. Darum geht es. Aber es gibt natürlich wesentliche Unterschiede zu all diesen anderen Spielen. Der erste ist ganz sicher, das ist ein Versuch, eine möglichst authentische mittelalterliche Welt zu machen. Es gibt hier ganz wenig, ja, ich sag mal, Mythos, ganz wenig Magie. Es gibt zwar auch Heiler, man kann beten, man kann von ihm Segen bekommen, man kann später Schmuck herstellen und da bestimmt irgendwie Glück ein bisschen mehr haben, aber das war's dann auch. Ansonsten muss man sich hier alles mit den Handwerkstechniken des Mittelalters mehr oder minder erarbeiten und aufbauen aus dem Nichts. Das heißt, man muss wirklich, ja, Bäume fällen, Minen anlegen, um Metalle zu gewinnen und noch vieles, vieles mehr. Nahrung sammeln, anpflanzen, jagen. Eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir sind jetzt schon ein bisschen weggelaufen vom Jäger und von der Jagd. Vielleicht sage ich dazu noch mal was. Also er beschäftigt sich gerade vor allem mit dem Angeln. Hier haben wir gleich in der Nähe einen schönen See. Diejenigen, die Life is Feudal kennen, die Welt ist derzeit immer die gleiche. Die werden auch diesen See kennen, die wissen, wovon ich rede. Und es ist gar nicht so einfach, in der Jagd voranzukommen, denn man kann mit einer Wurfschlinge beginnen, aber damit scheint es wohl unglaublich schwer bis unmöglich zu sein, Großwild zu erjagen. Dazu braucht man wirklich einen Bogen, den wir in der Tat auch schon bauen können. Aber für die Verwendung des Ganzen muss man wiederum in dem entsprechenden Skill vorankommen. Und das erfordert auch ein bisschen, ja, Kampfübung und so weiter. Und wenn man jetzt erstmal gerade dabei ist, Wirtschaft, Nahrung, Holz, Metall zu organisieren, dann beschäftigt man sich nicht so sehr mit dem Kampf, zumal wir hier auch noch unter uns sind. Denn dies ist ein Server, den wir uns ja nur für uns selbst gemietet haben. Wer sind wir? Wir sind im Prinzip eine Gruppe aus Steinwallens Lager. Ihr wisst das sicher, sind die Unterstützer, die mich über Patreon unterstützen. Und da haben sich 10, 11, 12 davon zusammengefunden, um hier diesen Server anzumieten und quasi erstmal exklusiv hier diese Welt zu erkunden und eben eine Dorfgemeinschaft zu bilden und aufzubauen. Hier sind wir jetzt erstmal am Ufer dieses Sees. Hier haben wir angefangen. Hier haben wir erstmal so ein bisschen rumexperimentiert, sinnlos Rennöfen in die Gegend gestellt. Hier eine Hütte, die jetzt aber unbewohnt ist, hier aufgebaut und den Ausblick genossen. Und irgendeiner ist hier auch schon mal sehr mutig gewesen und ist ganz weit rausgeschwommen. Zu weit, glaube ich, denn er ist dort, hat dort ein nasses Grab gefunden. Man konnte noch längere Zeit sein Grabstein, der dann erscheint, irgendwo
unter Wasser sehen, aber jetzt ist das offenbar schon verschwunden. Ich schwimme mal nicht so weit raus, wer weiß, nicht, dass uns hier auch noch was passiert. Ja, da konnten auch die anderen Schwimmer ihm nicht weiterhelfen in der Hinsicht. Da haben wir also das erste Opfer unserer Gemeinschaft zu beklagen gehabt. Wie auch immer, wir sind dann, haben dann einen Siedlungsplatz gesucht und sind etwas weiter landeinwärts gegangen, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Und da marschieren wir jetzt mal hin und da will ich euch das zeigen. Ich war aber gerade dabei zu erklären, was das Besondere daran ist. Erstmal, wie gesagt, mittelalterliche Welt. Und dann ist es ein Spiel, was zwingend darauf angelegt ist, dass man mit anderen zusammenarbeitet, weil man hier wirklich ganz verschiedene Handwerksfertigkeiten meistern muss. Und das greift alles sehr ineinander und ja, je höher stufig die Gerätschaften sind, die man so herstellen will oder Gebäude, die man bauen will, umso ja, mehr braucht man einfach die Kompetenzen und Fähigkeiten, oh, jetzt leckt es hier ein bisschen, Kompetenzen und Fähigkeiten der anderen. Zum Beispiel, ihr seht hier die Metallsäge und die Metallpicke, die ich hier auf dem Rücken trage, die hätte ich, der ich Förster und Baumeister bin, niemals alleine herstellen können. Dazu brauchte ich unsere Schmiede. Unsere Metallarbeiter, unsere Bergarbeiter, die das für mich gemacht haben. Und so ist es mit allen Berufszweigen. Man kommt hier wirklich nicht sehr weit, wenn man nur alleine vorgeht. Und das ist das Besondere an diesem Spiel. Und ihr seht, hier dieser kleine Ort ist das, was bisher entstanden ist. Wir haben jetzt irgendwie 9 oder 10 Hütten hier vorne. Wir haben gerade eine abgerissen und da experimentieren wir noch mal ein bisschen dran rum mit dem Thema Pflastern und ob man hier die Hütten aufs Pflaster setzen kann. Denn wenn man das nicht tut, entsteht sowas. Da wächst nämlich hier durch die Holzplanken Gräser durch. Das ist was wir nicht so gerne wollen. Deshalb dieses momentane Experiment. Ja, aber ich war dabei, euch unser Dorf zu zeigen. Und das Besondere, wie gesagt, jeder muss sich spezialisieren. Man braucht Kompetenzen in alle Richtungen. Und nicht nur das, es ist nicht nur eine Frage der Fertigkeiten, sondern es ist auch wirklich eine Frage der Expertise, weil es ist in allen Bereichen ist wirklich so viel zu beachten, was man was man wissen muss. Und schon allein von der Seite her ist es unglaublich komplex und man ist froh, dass man nur in 1, 2 Bereichen ja, sich einlesen muss und Erfahrungen sammeln muss. Hier ist es also unser kleiner Dorfplatz, der ja erstmal begonnen wurde, hier so ein bisschen zu pflastern, aber da soll mit der Zeit mehr entstehen. Hier ist eine heilige Eiche schon mal angepflanzt worden, die wir sicher irgendwann anbeten werden. Wobei ich gehört habe, dass demnächst auch noch ein Maulbeerbaumkreis entstehen soll, den man braucht, glaube ich. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber den braucht man, glaube ich, zur Seidenproduktion. Ich weiß nicht genau. Hier wohnt unser Druide übrigens. Das sieht man schon, dass er um sein Hütchen alles Apfelbäume gepflanzt hat. Offenbar scheint da eine besondere mystische Kraft darin zu stecken, wie auch immer. Ja, unsere neueste Errungenschaft ist hier gerade so eine Vorform einer Taverne. Ein, so heißt es hier, riesiger Holzbaldachin, wo wir schon mal Tisch und 2 Bänke hingestellt haben. Hier vorne haben wir die Rindenkisten, wo es zu essen gibt. Ich gucke mal gleich direkt, was eigentlich derzeit drin ist, ob unsere... Oh, hier sind nur die Äpfel drin. Die sind nicht ganz so nahrhaft. Die nehmen wir, glaube ich, auch zum Füttern der Tiere. Ich schaue mal hier in die andere Kiste. Oh ja, das sieht doch deutlich lecker aus. Vielleicht werde ich mir gleich mal was genehmigen. Nehmen wir mal gebratene Forelle hier zu uns rüber. Ja, und dann essen wir gleich mal was. Lecker. Ihr seht hier dieser kleine Balken, der zeigt meinen Hungerstatus an. Und der ist Gott sei Dank jetzt gesunken, beziehungsweise eigentlich zeigt es die Sattheit an und die ist gestiegen. Ja, also das ist unsere kleine Vorform der Taverne, das soll alles mal natürlich groß und schick werden. Und das Ganze hat auch noch eine zweite Funktion, die ich euch jetzt auch nochmal zeigen will. Nämlich, man kann das hier so Super Mario Land mäßig nutzen, um das auch noch gleich als Rednerpult zu verwenden, wenn man eine große Ansprache an die Dorfgemeinschaft hält, wenn man sich zum Earl oder was weiß ich ausrufen will oder ausrufen lassen will. Vielleicht ist es so besser. Aber das hat noch niemand gewagt. Wir sind erstmal noch eine Gemeinschaft von Gleichen und Freien. Mal gucken, wie lange das so andauern wird.
Ja, ihr seht da hinten die Kochstelle unseres Koches. Hier ist der Backofen. Und ich versuche mal hier runter zu springen, ohne mich großartig zu verletzen. Übrigens, wir haben auch eine Dame in unseren Reihen. Die wohnt mit einem Herren zusammen, nämlich mit dem Druiden dort. Aber komischerweise, immer wenn die Dame da ist, ist der Druide verschwunden. Was das wohl für eine Bedeutung hat, da bin ich noch nicht hintergekommen. Oh, jetzt bin ich hochgesprungen. Möglicherweise, ja, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen. Aber Gott sei Dank habe ich keine Verwundung davon getragen. Sonst hätte mich jetzt tatsächlich noch der Druide retten müssen. Ja, das ist... Oh, hier werden gerade die Gerbrahmen, die Trockenrahmen verschoben. Wer weiß, wo die Dame damit hin will. Das sind unsere Hühnerställe. Hier kann man allerdings nicht nur Hühner einsperren, sondern sogar Kaninchen, die man übrigens aber auch erst fangen muss. Also dazu sind so eine Lebendfallen da, die man auswerfen muss. Das machen also unsere Jägersleute und die Tierzuchtexperten. Und was ich faszinierend bin, man muss wohl davon ausgehen, dass schon damals, also die intensive Haltung, ziemlich weit fortgeschritten waren. Denn in diesem Hühnerstall, der jetzt ja nicht besonders groß ist, können sage und schreibe, glaube ich, 30 Hühner Platz finden. Und außerdem kommen sie niemals raus. Das ist hier nur so eine etwas gefegte Öffnung. Ich frage mich, wann die ersten Peter-Krieger hier auftauchen und uns zusammen möbeln und die Hühner befreien. Mal gucken, ob das noch passieren wird. Das geht ja nachher noch weiter. Wir müssen ja noch Ställe bauen und dann werden wir hier irgendwelche Kühe haben und Pferde und so weiter. Das ist unser erstes Feld gewesen, was unser Bauer angelegt hat. Das ist auch schon zum Teil abgeerntet. Er hat da schon einiges... ich weiß nicht, ob er das hier drin hat. Gucken wir mal. Einiges geerntet. Ne, hier sind nur irgendwelche Sprösslinge. Einiges davon geerntet. Und das wird er aber jetzt noch gar nicht dem Koch zur Verfügung stellen, sondern daraus wird er weiteres Saatgut gewinnen, weil er offenbar so ein kleiner Großgrundbesitzer im Herzen ist. Er hat nämlich da hinten schon ein Gutshaus, zumindest die Grundsteinmauern angelegt und will da also groß in die Landwirtschaft einsteigen und dafür braucht er das gesamte Saatgut. Alles Mögliche ist hier zusammengekommen und auch hier ist es so, man muss das Ganze erst vorher sammeln, finden in der Natur. Man muss Samen sammeln und die dann hier einlegen und Geduld haben man muss das auch, kann das auch düngen. Also man kann mit dem Mist, hier gibt es so einen Dungometer im Hühnerstall und mit dem Zeug kann man dann hier die Felder düngen und dann wächst das offenbar viel, viel besser. So, und hier sind unsere Schmiede und Metallarbeiter scheinbar am Werk. Sie gucken hier in die Truhe rein, was da wohl drin ist. Derzeit läuft leider kein Ofen. Schade, das würde ich euch gerne mal zeigen, denn es ist sehr beeindruckend, wenn es hier schwelt und dampft in den Brennöfen und Rennöfen. Und das ist auch eine neue Errungenschaft. Wir haben hier so einen Händlerkarren. Damit kann man nämlich sehr viel einfacher Dinge transportieren, wie ihr euch denkt, nämlich aus der Mine heraus, die weiter entfernt liegt, hier große Mengen an Erz. Ich bin mal nicht frage, ob ich das... Oh ja, ich kann das bewegen. Ich weiß gar nicht. Nee, jetzt habe ich... Tatsächlich. Ich habe mich jetzt hier selbst vor diesen Karren gespannt. Komme ich hier... Ja, ich kann das wieder ablegen. Alles klar. Platzieren wir das hier mal hin. Jetzt will ich dir nicht den Karren wegnehmen. Als nächstes soll übrigens in dieses Spiel integriert werden, dass auch Pferde das Ding ziehen können. Gott sei Dank ist das noch nicht der Fall, weil wir haben noch keine Pferde. Da würden wir uns vielleicht nur ärgern drüber. Also derzeit müssen wir uns da selber vorspannen und den langen Weg bis zur Mine oder von der Mine bis hierher zurücklegen. Okay, ich denke mal, wir schauen doch nochmal darüber zum Gutshaus, zum zukünftigen, damit ihr auch da nochmal einen Eindruck von bekommt. Ansonsten, ja, was haben wir als Profession noch? Ich werde jetzt hier niemanden vergessen. Ach, wir haben unsere Kräuterkundigen, unser Heiler. Einer davon, den habe ich schon als Druiden eingeführt, aber da sind noch mindestens ein anderer unterwegs. Wir haben ja die Förster, wir haben die Baumeister. Das sind, glaube ich, vor allem diese Professionen. Ich zeige euch mal hier den Skillbaum. Und da seht ihr, das sind im Prinzip diese 1, 2, 3, 4, 5 wesentlichen Zweige. Landwirtschaft, Landschaftsbau, das ist nachher ein Baumeister. Naturkunde, also das ist dann dieses ganze Sammeln und Kräuterkunde. Dann das Forstwesen, Holzfällen und so weiter. Und diese Geschichte Bergbau, Metall. Und da gibt es noch allgemeine Geschichten wie Ausbilden
Angeln. Und ja, wobei noch nicht alles so perfekt integriert ist. Das Spiel wird ständig weiterentwickelt. Dazu sage ich auch gleich nochmal was, was das Ganze nämlich für eine Perspektive hat. Das wird nämlich erstmal, dann wird es nämlich erstmal hochinteressant. So, aber wir wollen mal durch diese kleine Lichtung hier durch, gucken, was da unser Bauer so alles schon vorbereitet hat. Er hat auch schon Kisten stehen. Ich schnüffel ja zu gern da in den Kisten rum. Ja, ihr seht, hier sind schon die ersten Felder angelegt. Mit Holzzäunen drumherum. Und hier soll wohl einmal das Gutshaus entstehen. Was dann die, ja, die Grundstoff, das Grundstoff liefern soll für hochwertige Nahrung. Denn aus je mehr Bestandteilen diese Nahrung besteht, umso schneller steigt man wiederum in Fertigkeiten auf. Ich weiß gar nicht, ob auch in den Eigenschaftswerten, aber ne, hier will ich nicht. Ich will nochmal in die Rindenkiste gucken, was hier Feines liegt. Ah, hier liegt nur Werkzeug. Ah, ich dachte, ich kann jetzt nochmal seine... Ach, vielleicht liegt es hier in diesem kleinen Säcklein. Ich wollte schon mal seine erste Ernte begutachten. Aber wahrscheinlich, nee, hier ist nur Holz zu sehen. Das habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, wo er das hingelegt hat. Ja, das ist nämlich die größte oder die komplizierteste Sache. Also wenn man jetzt nicht mit 3-4 Leuten, sondern so wie wir mit 10-11 Leuten unterwegs sind, dann ist es schon ein heftiger Aufwand, sich hier irgendwie abzusprechen, zu kommunizieren miteinander und das alles zu koordinieren. Also man möchte natürlich irgendwie das aufeinander abstimmen. Ja, muss man auch. Es muss alles irgendwie ineinander greifen und das erfordert doch ein Höchstmaß an Kommunikation. Und zwar nicht nur im Teamspeak, das ist fast schon selbstverständlich hier, sondern auch im Vorfeld, in der Nachbearbeitung oder jeder ist ja selbst auch manchmal unterwegs, macht Sachen alleine. Wir sind nicht immer hier zu fünft oder sechst. Da nutzen wir dann unser Forum Steinwalenslager, was wir haben, um dann die Dinge zu diskutieren. Und da gibt es einiges zu diskutieren, das kann ich euch schon mal verraten. So, wir gehen jetzt mal durch diesen schönen Hohlweg hindurch, wo wir hier unser Ton, Lehm auch abbauen, wenn wir ihn denn benötigen, für Lehmhütten. Und zwar will ich mal in Richtung, zum Schluss in Richtung unserer Mine. Und bis wir da sind, erzähle ich euch nochmal was zur Perspektive dieses Spiels. Also das Ganze nennt sich, ist gerade vor einer Woche richtig fertig geworden, also so eine Art Release-Version, nennt sich Life is Feudal You Own. Und das war sehr lange im Early Access, ist auch schon relativ, ja, relativ bekannt. Ich weiß gar nicht, ein, zwei Jährchen, naja, ein Jahr vielleicht. Und wurde sukzessive weiterentwickelt und wird jetzt also zum Normalpreis zum Verkauf angeboten. Es ist aber in gewisser Weise eine Vorstufe zu einem richtigen großen MMO, denn dies ist zwar ein MMO, aber es können maximal bisher 64 Spieler auf einem Server spielen. Man muss nicht so wie wir einen Server gemietet haben, sondern es gibt auch öffentliche Server, ganz viele sogar. Also da, wo, also wenn ich mich hier einlogge, dann sehe ich irgendwie 150 Server, 160, 170 davon sind, ist glaube ich mindestens zwei Drittel öffentlich. Man kann also dann mit anderen spielen und es gibt auch ein Sprachsystem innerhalb des Spiels, wie man das so aus Arma oder so kennt, das ist alles hier integriert. Aber trotzdem auf 64 begrenzt und eben auf diese eine Insel immer beschränkt. Und das soll dann anders werden, wenn dieses große MMO entsteht. Und die Entwickler haben das so konzipiert, dass sie erstmal dieses hier entwickeln, um Geld zu verdienen, um dann das Geld zu haben, dieses große MMO zu etablieren. Und das wird der Wahnsinn, denn es wird eine riesige Welt, die ich glaube 50 mal so groß ist wie diese hier. Und die finde ich schon groß. Ich glaube, das sind 3x3 Kilometer. Ich weiß nicht genau. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ja, also die soll, glaube ich, ja, etwa 50 mal so groß werden. Die besteht dann aus immer so einem Kacheln in etwa von der Größe dieser Insel, ist aber dann in der Regel ein zusammenhängendes Land. Es gibt dann auch Inseln und so weiter. Es gibt dann vermutlich verschiedene Klimazonen. Und auf jeden Fall soll dann in dieser Welt 10.000 Spieler auf einmal spielen können. Und das ist aber dann in verschiedene Server unterteilt, wobei halt eben jede Landschaftskachel ein Server darstellt. Und wenn man jetzt weiterreisen will, betritt man dann eben den anderen Server. Das ist also das Besondere, die besondere Idee an dieser ganzen Geschichte. Ja, und dadurch, dass es keine Story gibt, keine Entwickler, die da irgendwas steuern oder so, anders als bei EVE Online, wo ja eine gewisse Welt vorgegeben ist und Ereignisse geschehen, sondern hier eine radikale Sandbox-Idee verfolgt wird, bedeutet das, dass dann irgendwie aus solchen kleinen Siedlungen, wie wir sie jetzt bauen,
wenn da ganz viele dabei sind, halt nach und nach so eine Gesellschaft entsteht mit eigenen Regeln und ja, mit eigenen Dynamiken. Und also da bin ich schon mal wahnsinnig gespannt darauf, wie das funktionieren wird. Und ich stelle mir das echt toll vor, weil dann wird sich so ein, ja, es wird sich vermutlich so ein, ja, irgendwie Gesellschaftsstrukturen entstehen. Das ist ein riesen soziologisches Experiment, was da passieren wird. Ob es irgendwie eine funktionierende Gesellschaft geben wird, ob alles in Chaos und Anarchie abstürzen wird, ob es nur noch Räuber und Banditen und Mörder gibt, ob die die Oberhand gewinnen oder ob sich funktionierende Gemeinschaften halten können, ob es Handel gibt, ob Geld entwickelt wird, all das entsteht ja von selbst in gewisser Weise. Was für eine Gesetze entwickelt werden in den jeweiligen Regionen, wie die interagieren, wie Kriege funktionieren. Da ist so viel denkbar und boah, also darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Ich bin mal echt gespannt, wie das werden wird. Es wird, glaube ich, was sehr, 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 sehr Besonderes. Und mal sehen, also wenn uns das hier Freude macht und wenn alle dabei bleiben oder genug dabei bleiben, sind wir vielleicht bei dem Start von diesem MMO auch noch da, sind quasi gut gerüstet, zumindest was Kompetenz betrifft, und da hätte ich zumindest riesige Lust drauf. Ja, das zur ganzen Perspektive, und jetzt bin ich hier an unserer kleinen, bescheidenen Mine, da nämlich, wo wir derzeit Eisenerz abbauen. Das ist das, was wir im Moment vor allem brauchen. Und ihr seht, hier wird das sogar ganz professionell abgestützt. Hier glitscht das sogar ein bisschen, da gehe ich mal in die Ego-Perspektive, damit wir uns nicht daran groß stören. Ja, ihr seht hier, das ist das Zeichen, dass hier Eisen zu finden ist. Hier muss man fleißig hacken, um daran zu kommen. Und das muss dann den ganzen Weg transportiert werden bis zu unserem Dorf. Und ich sehe, die Jungs haben hier schon gepflastert. Kann das sein? Ja, vermutlich diesen ersten Weg. Oder ist es einfach nur Geröll, der da so von der Bergwand abgestürzt ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier überhaupt auch der größte Berg, und das wird sicher auch nochmal ein Projekt sein, hier irgendwie hochzukommen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich vermute ja. Es gibt auch noch so eine Fähigkeit Klettern, aber die ist auch noch nicht so ausgereift und entwickelt. Okay, das war alles jetzt vielleicht ein bisschen diffus und durcheinander. Ihr merkt, ich bin eigentlich erst so anderthalb Wochen in diesem Spiel drin. Es ist alles sehr im Wachsen bei uns. Wir haben große Freude, und daran werde ich euch einfach mal teilhaben lassen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie oft, wie regelmäßig. Hängt immer auch vom Fortschritt in unserer Gemeinschaft ab. Ich will euch einfach regelmäßig berichten, was wir hier Neues tun, was hier passiert, was wir bauen, was unsere Pläne sind, vor was für Schwierigkeiten wir stehen und so weiter, was für Geschichten passieren. Erstmal sind wir sicher nur am Bauen. Es kann sein, dass wir irgendwann mit so einer Art Rollenspiel beginnen, dass wir uns vielleicht eine Art Verfassung geben, dass wir eine Gemeinschaft werden und dann auch in der feudalen Hierarchie agieren. Das wird sich alles zeigen. Kann auch sein, dass wir das ausweiten, dass neue Leute dazukommen, dass das Ganze größer wird, dass wir andere Gruppen reinholen. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Das ist ganz, ganz offen. Dieses MMO soll, wenn der Plan funktioniert, im nächsten Jahr rauskommen. Das heißt, bis dahin wird noch, na gut, das nächste Jahr ist nicht mehr so lang, aber es wird garantiert nicht im ersten Halbjahr sein. Also bis dahin ist noch viel, viel Zeit, hier zu experimentieren, und ja, hoffentlich auch noch viel Möglichkeiten, euch Videos zu zeigen von unserem Fortschritt in unserer Welt. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich bin mal gespannt, ob euch das Ganze hier irgendwie interessiert, was wir machen. Würde mich über Feedback freuen, und ansonsten werde ich mich jetzt formvollendet von euch verabschieden. Macht's gut, euer Steinwallen, euer Walter Steinsohn.